Willkommen in Österreich. Wir sind heute hier, um zu schauen, welche Modelle es mittlerweile vom VW Crafter gibt. Und was recht spannend werden dürfte, ist, dass wir den Crafter das erste Mal mit Allradantrieb Offroad fahren. Variabilität ist beim Transporter ganz klar die Grundvoraussetzung für den Erfolg. Und da macht der Crafter keine Ausnahme. Deswegen gibt es für den Crafter unter anderem 4 unterschiedliche Gewichtsklassen. Es fängt an mit 3 Tonnen, dann gibt es ein 3,5-Tonnen-Modell, dann ein 5-Tonnen-Modell und die Spitze sind 5,5 Tonnen. Den Crafter gibt es aktuell mit 2 unterschiedlichen Radständen und 3 unterschiedlichen Längen. Das kürzeste Fahrzeug ist 5,90 Meter lang, der längste Crafter 7,40 Meter. Um noch mehr Variabilität zu bieten, gibt es den Crafter in 3 unterschiedlichen Höhen. Das Ganze fängt an bei 2,30 Meter, dann gibt es eine 2,60 Meter Version, die Top-Version ist 2,80 Meter. Für den Crafter gibt es 8 unterschiedliche Aufbauvarianten. Darunter befindet sich unter anderem natürlich der klassische Transporter, aber es gibt genauso auch das Fahrzeug für den Personentransport, den Kipper oder die Pritsche, außerdem eine Einzel- und eine Doppelkabine. Wenn man die 2 unterschiedlichen Radstände und die Aufbauten zusammennimmt, ergeben sich insgesamt 16 Varianten. Für den Crafter gibt es 4 unterschiedliche 2-Liter Dieselmotoren. Die haben Leistung, beginnt bei 102 PS, dann gibt es eine 122 PS Version, eine 140 PS Variante. Das Topmodell sind 177 PS. Geschaltet wird hier beim Fahrzeug entweder über ein 6-stufiges Handschaltgetriebe oder aber über die 8-stufige Automatik. Ganz wichtig, es gibt das Fahrzeug in 3 unterschiedlichen Antriebsarten, nämlich als frontgetriebenes Fahrzeug, als heckgetriebenes Fahrzeug und mittlerweile auch als 4Motion, also Allradantrieb. Und genau den fahren wir jetzt Offroad. So, jetzt fahren wir mit unserem Crafter, wie versprochen, endlich mal Offroad. Wobei man ganz klar dazu sagen muss, unser Crafter hat den 4Motion, also den Allradantrieb an Bord. Er ist aber kein Offroader. Also das Fahrzeug ist nicht höher als der normale Crafter. Wir haben nur den Allradantrieb und einen Unterfahrschutz am Auto. Das ist alles. Das hat aber den Vorteil, ich kann mit dem Auto eben auch mal über einen Feldweg fahren, ohne großen Stress, ohne mir große Sorgen zu machen. Der hat von Natur aus schon genug Bodenfreiheit und das bedeutet im Zweifelsfall, ich komme zu der Baustelle, zu der ich hin muss. Und jetzt zeige ich euch, wie man ruckzuck aus einem Crafter einen Camper macht. Schlafsack rein und fertig. Was den Crafter klar aus der Masse hervorhebt, sind ganz klar seine Assistenz- und Sicherheitssysteme. Denn wir haben hier im Crafter eine elektromechanische Lenkung verbaut und das bietet einfach die Möglichkeit, wesentlich mehr Assistenten unterzubringen. Hier gibt es zum Beispiel den Front Assist, es gibt sogar einen adaptiven Tempomaten. Selbstverständlich gibt es eine Einparkhilfe und natürlich auch eine Rückfahrkamera. Was mir aber richtig gut gefällt, gerade bei der langen Version des Crafters, ist der sogenannte Flankenschutz. Das heißt, ich habe hier an der Seite Sensoren verbaut, die mir die Möglichkeit geben, wirklich zu sehen, was ist rechts und links von meinem sehr langen Fahrzeug. Und das sorgt einfach dafür, dass ich wesentlich weniger Rempler habe, wenn ich zum Beispiel einparke oder in einer Stadt wenden muss. Jetzt noch mal kurz was zum Thema Ladevolumen. Das hier ist der große, der L5, 7,40 Meter Länge. Und das hier hinter mir sind bis zu 18,4 Kubikmeter Gesamtvolumen.
Das war's ja mit dem Fahrbericht zum Thema Crafter-Derivate aus Österreich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt von dem Fahrzeug so viele unterschiedliche Varianten und Antriebsarten, dass sicherlich für fast jeden oder vielleicht sogar für jeden Einsatzzweck das richtige Auto dabei sein sollte. Was ich beim Fahrzeug ein bisschen schade fand, ist, wir hatten heute nicht die Gelegenheit, die Personentransporter zu fahren, denn die gibt es einfach noch nicht, die kommen ein bisschen später. Was aber sehr positiv auffällt, ist, das Fahrzeug kommt jetzt mit Allradantrieb und das sorgt einfach dafür, dass die, die auch mal ins unwegsame Gelände müssen, auch dann noch vorwärts kommen und ihr Ziel erreichen. Insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, egal welches Modell vom Crafter man fährt, das ist immer ein bisschen mehr so, als würde man einen VW-Bus oder einen normalen PKW fahren, als dass man tatsächlich in einem so großen Transporter sitzt.